will den mal kurz analysieren. Schwach gegenüber Schwerkraft. Moment, habe ich jetzt aber nicht erst vor kurzem... Ja, ich habe hier nichts an Zaubern für Aeris, also habe ich dem jemand anders gegeben. Oh, er ist wieder runtergefallen. Und weg. Oh Mann, habe ich wieder jede Menge Kohle. Feinschleuder, was ist das denn? Ah, super für Barrett. Hier ist nix. Hier ist ein Tresor. Ich trau dem Raten nicht. Öffnen wir. Misslungen. Irgendwie muss ich an den Pin kommen. Fragt sich nur wie. Ach nö, nicht ihr schon wieder. Mag euch nicht. Nee. Ah, voll daneben. Tiefer könnt ihr ruhig machen, ey. Die haut eh nur drauf. Wunderbar. So schnell kann's gehen. Laut Level Up, eine Phönixfeder. Und wir gehen weiter. Da hinten ist die Truhe. Zauberkapsel, aha. Kann man sich nachher in Ruhe ansehen. Und hier haben wir den üblichen Geheimgang. Hier auch? Und eine Fledermaus. Juhu, eine nervige Fledermaus. Hä? Achso, die hat Bücher bekommen. Blutsaugen, ey, du Mistvieh. Oh, super. Wenn der Blitz jetzt daneben geht. Autsch. Okay, sie ist wieder normal.
Ja, und im Knurrlapp und ein Vampirzahn. Und was macht der? Ja, ich muss jetzt jedes neue komisch benannte Item prüfen. Absorbiert HP des Gegners. Ah ja. Ist logisch. Vampir. Könnt ihr bitte woanders nerven, Gegner? Muss gerade ein dunkles Geheimnis ausgraben. Sehr gut. Nicht gut. Nein. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Und jetzt klaut noch. Wow. Aber ich bin tot. Und ja, speichern konnte ich nicht. Nee, nicht hier. Also nochmal von vorn in den Buggy. Moment, bevor ich jetzt in die Stadt reingehe. Genau. Ey, nicht aussteigen. Wir sind noch lange nicht da. Und da sind wir in Nibelheim. Und ich... Ah, nee, lass ich erstmal. Oder? Was? Hier war doch alles niedergebrannt. Das dachte ich auch. Und warum? Mein Haus steht immer noch. Da stimmt was nicht. Ich lüge nicht. Ich erinnere mich, die Hitze der Flammen. Ja, vielleicht hätten die hier den Spruch ändern sollen. Weil Tifa ist jetzt auch total baff. Dieses ganze Item gesammelt. Mache ich nicht nochmal. Das kann ich später offscreen machen. Ihr wisst ja jetzt, was wo ist. Wir wissen auch, was die Stadtbewohner in Okäse sagen. Wenn ich sage hier, die Stadt wurde vor 5 Jahren niedergebrannt. Gehen wir mal direkt zu dem Geheimraum. Und wird direkt begrüßt. Wieder von einem lustigen Händeltypen. Ich denke, so geht's am schnellsten.